Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Mein Frühstück sieht heute so aus. Das habe ich mir jetzt gemacht, muss auch noch ein wenig stehen. Haferflocken mit griechischem Joghurt und Chiasamen. Für den Geschmack könntet ihr jetzt Marmelade reinmachen. Ich habe aber eben Smackdastic hier und ich glaube, heute schadet eine Kids-Schokoladung nicht. Falls ihr Smackdastic nicht kennt, das ist einfach so ein Geschmackspulver, was aber keine Kalorien hat, also quasi Süßstoff, der schmeckt. Und den gibt es bei Rocker Nutrition, ich kann euch das mal verlinken. Ich muss sagen, ich mag es im Kaffee nicht beispielsweise, aber so in Milchprodukten finde ich es echt lecker. So, wir verbringen den Vormittag damit, dass die Mama versucht, irgendwas im Haushalt zu machen und gleichzeitig Kinder zu beschäftigen. Und jetzt tun wir gerade Crocs suchen, gell? Ja, wo könnten die Crocs sein? Sind die vielleicht draußen? Hast du sie gestern draußen gehabt? Ja. Ja, gehen wir mal schauen. Also Mamas Crocs sind immer am gleichen Platz. Ah, aber die Mama sieht keine seine Crocs schon. So. Ja, wir sind eine Crocs-Familie. Warte, Schätzchen, bleibst du da? Kai möchte nämlich was malen. Und unser Rasen gehört wieder mal gemäht, aber hier hat er letztens beim Rutschen wohl die Crocs runterrutschen lassen. So. Da sind sie. Kannst du selber anziehen? Ja, dann passen die. Die passen, ja. Das sind Kai seine Crocs. Wir haben heuer nämlich neue gekauft. Einfach bei Amazon habe ich die bestellt. Finde ich nämlich mega praktisch. Letztes Jahr hatte er nur so Fake-Crocs. Und die hat er so viel getragen, dass ich gesagt habe, heuer bekommt er normale. Ein Traktor! Wow, ein Traktor! Ja, ich weiß jetzt, da kannst du malen, gell? So süß mit seinem kleinen Kübelchen. Kannst natürlich als Unkraut ausrupfen, gell? Wenn du magst. Wir haben irgendwie keinen wirklichen, wie soll ich sagen, so Asphalt, wo man gut. Nein, 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 Schätzchen. Nur da am Boden, wo man wirklich gut malen kann. Oder da schaff die Steine. Wir werden aber wahrscheinlich so ein bisschen ein DIY machen. Und ich habe mir schon überlegt, irgendwie im Garten so eine Tafel aufzuhängen für zum Kreidemalen. Das wäre auch richtig cool. Falls ihr wisst, wo es sowas gibt, sagt es mir gerne, weil dann würde ich vielleicht echt eine besorgen. Weil irgendwie, das ist halt immer so ein bisschen witzlos, hier zu malen, wenn das gar nicht, ja, das hat halt nicht so den Effekt, als wenn man jetzt wirklich auf einer schönen Straße malen dürfte. Ein Käfer, ja. Das Schwierige für mich als Mama ist immer, nicht schreiend wegzulaufen und ganz ruhig zu bleiben und den Kindern halt zu zeigen, dass das kein Lebewesen ist, vor dem man sich irgendwie ekeln muss oder so, sondern ganz was Normales. Gell? Wow, toller Käfer. Lass ihn nur, gell? Ja, der mag da vielleicht drüber krabbeln, vielleicht krabbelt er nach Hause zu seiner Familie. Ja, Ja? ich will gar um Hand. Vielleicht mag er auf die Hand krabbeln, das kann natürlich auch sein. Aber los ihn besser, gell? Ganz vorsichtig muss man tun mit dem Käfer, gell? Darf man nicht so fest drücken. Ja, er mag zu seine Freunde, genau. Ja, wie ist es bei euch so? Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn er mir dann irgendwie einen Regenwurm bringt und ich denke mir so, buh. Aber ich finde, da muss man halt ganz locker bleiben. Ist rosa deine Lieblingsfarbe? Ja, rosa. Das ist Ja, rosa. ist Mama ihre Lieblingsfarbe, gell, rosa? So schön rosa. Ich glaube tatsächlich, Kais Lieblingsfarbe ist grün. Also, wenn er irgendwie wählen kann zwischen verschiedenen Farben, nimmt er immer grün. Das ist blau, ja. Kai ist überhaupt ganz gut mit den Farben. Das wundert mich immer wieder. So, aber jetzt hat dann Ben keine Lust mehr am Küchenboden zu liegen. Und ich muss den Geschirrspüler machen. Dann ist dann blau. Aus den Löwenzahn blau malen. Ja.
Mom-Life halt, oder? Aber ich finde das so gut. Also ich bin so happy, echt, dass wir jetzt wieder schönes Wetter haben und den Garten halt richtig ausnutzen können. Ich finde, das ist total wichtig, eben, dass die Kinder irgendwie draußen alles entdecken können. Und auch in seinem Kindergarten gibt es einen großen Spielplatz und da gehen sie in den Wald und so. Und ich finde, das ist, also er geht noch nicht in den Kindergarten, wird dann im September gehen. Aber ich finde das total wichtig. Genau. Und ich glaube, das tut den Kindern auch ungemein gut. Aha, macht sich der Kai blau. Das Shirt hat er übrigens von der Lina bekommen. So cool. Echt richtig, richtig genial. Wir sind ja übrigens auf Nespresso umgestiegen, beziehungsweise der Andreas, ja, der hat diese Maschine besorgt und hat auch jetzt mit Nespresso zusammengearbeitet. Ich trinke zurzeit diesen Vivaldo Lungo, weil ich glaube, der ist nicht so stark, aber ich kenne mich noch zu wenig aus. Wir haben so ein ganzes Coffee-Menü. Es gibt auch koffeinfreie Varianten, die haben wir alle weggetrunken, müssen wir erst bestellen. Das ist das einzig Blöde, weil wir hier in der Nähe keinen Espresso-Shop haben. Da muss man halt echt immer auf Vorrat irgendwie kaufen. Sagt mir gerne, welchen ihr empfehlen könnt. Ich bin da noch komplett, also ich kenne mich da noch überhaupt nicht aus, um ehrlich zu sein. Und ich trinke erst seit, glaube ich, 2 Tagen wieder mit Koffein. Das passt doch gut in der Google-Tasse. Ja. So, Ben hat jetzt keine Lust mehr. Kinder haben Hunger. Jetzt habe ich so ein, na, Kai, ich schätze nicht, ein Sandwich vorbereitet. Das ist Hühnchenfleisch mit so Frischkäse, ein wenig Remoulade, Gewürze mit Käse überbacken auf Toastbrot. So, Ben ist beruhigt mit einer Gurke, aber jetzt will Kai auch noch ein Gurkenstück. Also immer was zu tun. Wir sind im Garten und jetzt habe ich zum Kai gesagt, wir machen ein kleines Picknick. Der Ben ist nämlich eingeschlafen, der schläft im Garten. Unsere Hardcore-Fans kennen den Body. Melone gibt es jetzt. Mahlzeit! Mahlzeit! Prost! Prost! Gut. Wir sind im Garten und meine allerliebste Zustellerin hat vorne geläutet und ja, uns nicht aufgefunden. Jetzt hat sie mir das Paket in den Garten gebracht, voll nett. Und zwar habe ich ein Paket vom Brocave bekommen. Ich glaube, das Unboxing draußen war recht laut, deshalb dachte ich, ich zeige euch nochmal die Sachen. Weil ich denke, ja, könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein. Und zwar einmal sind es so Noppenschoner für den Lattenrost. Also, ja, es steht hier eh, dass es eben nochmal die Matratze schützt. Also ich denke auch vor diesen Abdrücken. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wir haben ein Boxspringbett und da braucht man das normalerweise nicht. Werde ich nochmal nachfragen, warum das jetzt bei uns gelandet ist, aber grundsätzlich ein cooles Produkt. Dann eben, das ist etwas, wo ich auch schon sehr viel rumgeschaut habe, wo ich das herbekomme, eben für ein 2x2 Meter Bett, weil für Kinderbetten bekommt man das ja überall. Und das ist eine Molton-Matratzenauflage mit Nässeschutz. Das ist halt auch sowas, gerade wenn man schwanger ist und Angst hat, dass die Fruchtblase platzt, finde ich sowas halt mega, mega praktisch. Oder eben in unserem Fall im Familienbett einfach, ja, wenn mal was daneben geht bei einem der Kinder, ist nicht gleich die Matratze ruiniert und man kann es halt auch schnell und einfach waschen. Das ist mir auch immer wichtig. Und dann haben wir hier auch ein Unterbett. Das finde ich auch sehr interessant, weil ich muss mich da genau informieren. Das ist jetzt nicht wasserfest oder so, aber beispielsweise, wenn man eine schlechtere Matratze hat oder so, ist es auch nochmal weich. Wir haben ja die Emma-Matratze und sind super zufrieden. Ich denke, da wird das Produkt jetzt nicht allzu viel Unterschied machen und ausgeben, aber halt auch als Schutz praktisch. Und dann haben sie mir hier noch ein Seitenschläferkissen zugeschickt. Da muss ich schauen, ob es da auch Bezüge dazu gibt, weil so ohne Bezug ist es ein bisschen witzlos. Man kann es natürlich waschen, aber
Ja, seinen Kissenbezug möchte man gerade im Sommer dann vielleicht auch öfters waschen. Falls ihr aber Tipps habt, wo man Bezüge herbekommt, 40 bis 1,45 von der Größe her, dann sagt mir das gerne. Ja, ich bin ein Seitenschläfer, muss ich ausprobieren, ob das was für mich ist zum Schlafen. Es wurde jetzt noch ordentlich Trampolin gesprungen, Cardio dann, aber Kai regt sich gerade auf, weil ich zu Ben hergegangen bin, weil ich kontrollieren wollte, ob er noch schläft, weil er so brav geschlafen hat. Jetzt ist Ben munter und Kai hat auch keinen Spaß. Yay! Ben ist nicht amused, aber ich bastel gerade mit Kai eine Einladung für einen Kumpel. Wunderschöne Bastelfähigkeiten habe ich, oder? Und zwar haben wir so eine Keksausstechform, so eine Dinosaurier-Keksausstechform. Wir haben da ganz viele, ich kann euch die auch mal verlinken. Das ist aber jetzt eine von Baby Moments, weil wir haben auch so ein Set. Und das schneide ich jetzt aus und dann schreibe ich da die Daten rauf und dann hänge ich da einen Luftballon dran und das war's. Also low budget, easy Einladung. Es geht nur darum, dass wir jetzt langsam Leute einladen müssen und ich mache das halt dann ganz gerne, dass ich einfach, wenn ich jemanden persönlich treffe, jetzt in naher Zukunft, also einen Freund von Kai, weil es werden nur die Kinder eingeladen, dann bekommen sie eine Einladung. Zuerst wollte ich so Dino-Kekse backen und so, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich muss meine Masterarbeit schreiben und das geht jetzt einfach vor. Ben ist not amused, aber so wird die Einladungskarte ausschauen. Genau, und hinten schreibe ich dann einfach den Namen des Kindes noch drauf. Und fertig. Jetzt kommt der Nächste. Hier herrscht jetzt irgendwie Weltuntergangsstimmung. Wir sind echt froh, dass wir heute den sonnigen Tag genutzt haben. Ja, ich bin nur froh, dass ich nicht Garten gießen muss. Und es gibt jetzt so Steinofenbrotsticks mit Salat und Hühnerfleisch. Das mache ich jetzt für den Papa und für uns. Ben schaut wie immer zu. Kai hilft auch. Kai, nein, das ist jetzt das Kochen. Und ich habe einfach nur mit Knoblauch und Salz gewürzt und werde das jetzt scharf anbraten. Ja, Schätzchen. Und den Salat habe ich auch vorbereitet. Roma-Salat, ein paar Tomaten. Ich habe noch Mozzarella da. Mal schauen, ob der Papa darauf Lust hat. Bisschen Mais. Schätzchen, das müssen wir zuerst kochen, okay? Ja, und das war auch schon tatsächlich unser Tag. Also wie ihr seht, allzu viel ist nicht passiert, aber das ist so richtig halt... Ja, Mama-Leben mit zwei Kindern. Ich muss heute noch am Abend schauen, dass ich bei meiner Masterarbeit ein bisschen weiterkomme. Ich habe noch mit Kai ein bisschen zusammengeräumt, aber ich möchte dann auch nicht die ganze Zeit die Kamera draufhalten. Ich glaube, das versteht ihr auch. Mir fällt es auch immer mega schwer, irgendwie Titel zu finden für meine Vlogs, weil ich immer denke, es könnte jeder Mama-Alltag heißen, weil es halt echt jeden Tag Alltag ist. Und ich frage mich immer, wie ich das damals für Birdie TV gemacht habe, wo ich täglich gevloggt habe. Okay. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Tschüss.